ihr sind eigentlich besser, oder? Keine Explo. Okay, warum? Wie viel Schaden machen die? 100 Durchschlagskraft. Schaden ist 180 plus 62 plus 500. Er hat weniger Durchschlagskraft, klar, aber die machen doch sogar mehr Schaden. Und Größe des Effektbereichs ist 4. Müssten die Explode besser sein? Explode macht Aua, wenn ein kleines Vieh vor dir ist. Ach so. Das stimmt. Ist aber cooler gegen die Bases, oder? Gegen die Würmer. Egal, ich brauche irgendwie Kunststoff. Kunststoff, Stahl und Sprengstoff, um solche Kanonengeschosse herzustellen. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Also wir haben hier den Sprengstoff. Wir haben hier Stahl. Das ist kein Problem. Das kriegt man zusammen. Was ein Problem ist, ist Kupfer. Kein Kupfer, sondern Plastik. Aber das Plastik würde ich vielleicht einfach so runternehmen. Mache ich hier in eine Kiste hin? Mache ich nicht nur, habe ich. Da habe ich hier meine treue Kiste. Dann nehme ich einfach mal einen ganzen Arsch voll Plaste raus. Und dann sollte ich mir einfach mal ein paar von den Dingern herstellen. Ich würde die Explosiven nehmen. Dann muss man einfach mal die Waffe wechseln. Die Besen und Würmer gehen mit dem Standard auch ganz gut. Mach gleich Bede und teste die einfach selber. Wenn hier keiner weiß, was besser ist. Okay, pass auf. Also wir haben hier Stahl. Wie komme ich jetzt dahin? Weiß ich nicht. Pack den hier einfach hier durch. Auf hier. Da hoch. Der musste ja nicht super schnell herstellen. So, das ist es schon. Stahl, Sprengstoff und Kupfer, genau. Haben wir alles, dann einfach mal eine Maschine herstellen. Ich hätte jetzt hier aber doch gerne eine rote Maschine. Dafür brauche ich 3 erweiterte Schaltkreise. Warum habe ich da keine? Halb Platine fehlt. Ach ja, weil... Nee. Zinn ist da. Hätte jetzt gedacht, an Zinn fehlt. Fehlt Platine. Okay, warum Platine nicht? Ah, weil Zinn fehlt. Okay, doch, weil Zinn fehlt. Ja, dann machen wir hier Zinn einfach mal rein. Der macht mir jetzt hier 1-2 Platinen. Und das fange ich jetzt gerade mal schnell ab. Einfach nur, damit ich 3 solche Dinger bauen kann. Ja, stelle ich mich jetzt hier hin und warte. Oder so, mach mit Hand. Ah ja, mit Hand wäre auch gegangen, stimmt. Hey, nice. Ach, ich hätte bloß 2 gebraucht, ne? Naja, macht nichts. Ich zwick das hier jetzt mal kurz durch. Hier so. Und mach da mal eine Truhe hin. Wir brauchen ja jetzt eh nichts zum Forschen. Dann kann der das Zeug mal quasi für mich bereit machen schon mal. Dass ich dann welche habe, wenn ich welche brauche. Und gebe ich den jetzt hier einfach nochmal ein bisschen Zinn. Dann kann der nochmal so ein bisschen rummachen. Ja. Gönn dir. Dauer, viel Spaß. Ganzes Zinn da rein. Viel Spaß, bis dann endlich mal richtiges Zinn da ist, was die mir eigentlich so lange brauchen sollte, aber mal gucken. Okay, soweit das haben wir. Dann haben wir jetzt eine rote Maschine, hoffentlich. So, rote Maschine, eine. Ich fange jetzt mal mit den Explosiven an, weil ich die erstmal auch interessanter finde. Und wenn wir davon ein paar haben, dann baue ich die normalen. Teste die auch mal und dann baue ich halt, was ich von den beiden besser finde. Gucken, was das dann wird. So, ein Greifarm. Hier, einer hier. Den hier müssen wir umstellen, der macht von hier. Du machst... Hier, Militär. Erstmal das Explosivgeschoss, bitte. Dann hätten wir gerne eine kleine Truhe.
Aus Holz von mir aus. Und noch mal eine kleine Truhe. Warum habe ich die nicht gleich gebaut? Weil ich doof bin. Wie immer, ne? Ausgabe, Eingabe. Pflaster rein. Hauruck. So, der macht jetzt hier meine schönen explosiven Kanonengeschosse. So weit unten. Wer ist zu weit unten? Guck mal, das sieht auch cool aus hier. Hammer. Wupp. Hammer welche. Ganze 3 Stück. Reicht zum Testen, oder? Na komm, wir warten mal. Wir fahren erstmal mit unserem Panzer hier so ein bisschen rum. Wo ist er denn? Wo habe ich meinen Panzer jetzt gelassen? Ach, da unten. Ja, okay, dann fahren wir mit dem Panzer doch nicht rum. Sondern wir nehmen jetzt einfach mal das Zeug da raus und gucken mal, wie es aussieht. Bis wie viel stapeln die denn? Gehen die bloß bis 10? Oder gehen die höher? Ich werde jetzt erstmal 10 probieren und dann sind wir weiter. So, hier 10 Stück. Hauruck. Ich begrenze die Kiste, damit ich dann halt noch Platz habe für die anderen, wenn ich das Rezept ändere. So, mit den Dingern geht's jetzt los. Wehe, das ist nie cool. Schwefelsäure? Ja, da ist halt... Da steht unser Panzer rum, das ist richtig. So. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Ach hier, guck mal, er steht wieder da. Was ist hier los, Freundchen? Ach, hat geklappt, okay. Nee, ist alles gut. Alles gut, alles gut. Wollte gerade sagen, ne? Stehst du schon wieder jetzt stundenlang dort rum und kriegst dich nie beladen, aber nee, hat diesmal geklappt. Na gut. Dann ist jetzt vielleicht dann auch langsam endlich mal, genau, danke für den Hinweis. Mein Taschending habe ich auch mit. Dann ist jetzt vielleicht auch endlich mal dann langsam genug, Dings da. Denn das ist dann, wie gesagt, das nächste Projekt. Wir machen jetzt, das Sapphire-Erz fertig. Komplett. Dann machen wir die Sortieranlage ausbauen. Auf die richtige Größe. Und dann machen wir das Ganze für das Bobmonium. Und dann haben wir auch das Zinn. So wie wir es brauchen. So, jetzt. Test. Am lebenden Objekt voll rauszoomen. Kann man die Reichweite irgendwo sehen? Mit der Reichweite. Ich würde gerne die Reichweite sehen von den Dingern. Ach, das geht. Nice. Ach hier, Flammenwerfer für die Kollegen. Guck dir das an. Das ist gar nicht schlecht. Das Kanonengeschoss. Da brauche ich gar keine. Wobei, es wird interessant, ob das Kanonengeschoss auch so stark ist gegen die großen Würmer. Das war ja jetzt bloß hier ein kleines Teil. Ich meine, ich habe gleich 5 gebraucht, aber... Man muss ja erst mal gucken, wo man hier ist, ne? Kannst du auch halt machen mit dem schönen Rings rumfahren. Alles ganz entspannt hier. Boom. Ja, nice. Echt nice. Ja, gut, okay. Viecher umzubringen funktioniert dann aber immer noch besser mit. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Echt. Das ist echt nicht schlecht. Ein Schuss, alles tot. Nice. Schon stark, ey. Die Explosiven, also jetzt, bis jetzt gefallen sie mir gut, die Explosiven, muss ich sagen. Da würde ich doch gerne noch mehr von bauen und dann auch forschen. Die machen schon was her. Das ist schon cool. Ach, ich hab nichts mehr. Muni leer, leider. Ich meine, hier sind keine großen Würmer. Aber das macht nichts. Die mittleren Würmer tut's ja auch one-shotten. Von daher denke ich mal, die großen sind dann auch bloß ein Two-Shot oder so. Das ist schon fett.
Ja, hier geht er mal weg. Ärgert mich nicht so. Bin empfindlich. So, machen wir das unten hier noch weg. Und dann ist gut. Wie hast du das mit den Anforderungsbahnhöfen gemacht von LTN? Ja, zeige ich dir gleich nochmal. Moment. Bin halt gerade weit weg. Den hier umbringen. Einfach hier schön ringsrum. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt große Würmer dabei sind. Sieht aber auf den ersten Blick jetzt nicht so aus. Oh, wir sind langsam. Zu viel Gift hat uns erwischt. Ah, Blatt gefahren. Den Kollegen. Okay, jetzt ist doof. Hier, Feuer frei. Ja, die anderen von da drüben kommen jetzt auch. Wollen Ärger. Ja, ich bin zu sehr ins Gift rein. Das ist immer noch sehr doof. Ich werde jetzt mal aus dem Gift raus. Oh, ich bin gleich tot. Ja, so. Heilen. Gehen auch mit, auch mal. Gibt's auch mit. Danke. Okay, ich muss bloß hier erstmal. Wir fahren mal ganz kurz weg. Während der heilt, sage ich es dir ganz kurz. So, welche Bahnhöfe? Anforderung. Ja, okay. Anforderung ist. Also du stellst erst mal den Kombinator, stellst du auf Anforderung. Dann tippst du negativ ein, was du haben willst. Ne? Hier habe ich jetzt zum Beispiel drin minus 64.000 Kohle, weil ich hier gerne bis zu 64.000 Kohle hätte. Und davor habe ich einfach in... Ich werde angegriffen. Sorry. So, davor habe ich einfach bloß... Das hier muss nicht unbedingt sein. Aber der kriegt halt einfach noch das Signal dazu, wie viel hier drinne ist, ne? Das heißt, zu den minus 64.000, die ich haben will, wird dazu addiert, was ich habe. In dem Falle weiß ich nicht, wie viel. Ja, 32.000 bleiben übrig, also so ungefähr. Und das ganze Signal geht dann einfach hier in die Lampe vom LTN-Bahnhof. Und damit sollte das eigentlich auch schon funktionieren. Ich muss dem halt hier noch irgendeinen Namen geben, einen einzigartigen Namen. Also bei LTN musst du jedem Bahnhof einen einzigartigen Namen geben, ansonsten funktioniert das System leider nicht. Hier hat er jetzt auch gerade die Kohle geliefert. Weil hier ist auch eingestellt, dass 32.000 ist Mindestmenge für Anforderung. So, falls du noch irgendwas wissen willst, kannst du es ja nochmal, musst du nochmal genauer fragen. Das war jetzt hier nochmal High Level, was da los ist. Die Würmerherde. Habe ich noch Giftkapseln? Ja. Da bin ich langsam. Ah, die Würmer sind gleich platt. Okay. Die Würmer sind platt. Dann machen wir jetzt noch hier die Würmer, die Viecher platt und dann ist alles gut. So, das sollte uns jetzt so grob erst mal reichen. Aber mit den Kanonengeschossen ist viel, viel cooler. Ach, was habe ich bei den arithmetischen eingestellt? Ja, nichts Besonderes. Theoretisch kannst du es noch weglassen. Arithmetischer, wo ist denn da? Hier. Bau mal kurz in. Da ist einfach bloß drinne jeweils mal 1... gibt jeweils aus. Ne, der gibt also, der macht nichts anderes wie das, was an der Eingabeseite ankommt, gibt er an der Ausgabeseite wieder aus. Das ist einfach bloß, weil hinter dem, der ist ja dann verbunden mit dem Kombinator. Und der Kombinator gibt dieses Minussignal raus. Und das Minussignal würde sich sonst vermischen mit dem Plussignal, was von hier kommt, direkt. Und dann hätte ich hier hinten kein Plus-Signal mehr. Hier auf der, jetzt habe ich halt hier auf der Eingabeseite das positive Signal und hier auf der Ausgabeseite schon das vermischte Signal. Und damit
das getrennt ist, ist der Kombinator da dazwischen. Den braucht man aber nicht unbedingt. Ja, ich habe keinen Output eingestellt. Ah, okay. Das ist gut. So, hier. Unser Freund, das Sapphire-Erz. Oder Sapphire-Erz oder wie auch immer Erz. Das ist schon ziemlich groß. Das wäre eigentlich genug für zwei Bahnhöfe, wenn ich mir das da angucke, oder? Einer nach oben, einer nach unten. Mit denen nach oben anfangen? Würde in jedem Fall erreichen, ne? Wir können ja hier mal Outpost-Planer machen. Ganz normal. Oh, was ich nicht mitgenommen habe, sind die mittelgroßen Strommasten. Egal. Hier, Outpost-Planer. Die obere Hälfte machen wir jetzt. Achso, wo ist denn hier? Norden. Wir hätten gerne nach Norden. Den Spaß hier. So, hier ist ungefähr die... Das ist ungefähr die Hälfte. Nicht ganz, ne? Ein Stück weiter runter schon noch. Ja, Attacke, komm. Gib ihm. Oh halt, der macht die Stufe 1 Dinger. Nicht wahr? Das sind alles Level 1 Dinger. Oh Mann. Nochmal weg. Das Level 1 ist ja vorbei. Wir haben ja jetzt Level 2. Ah, das muss ich kurz mal ändern. Hier beim Outpost Planner. Read Blueprint. Ach nee, gib mir mal bitte den momentan aus. Hier, Current Blueprint, danke. Der hier. Hä? Warum hat er denn die? Das ist ein bisschen odd. Macht aber nichts, so. Und wir brauchen den richtigen Erzförderer jetzt einfach hier. Ach ja, den hat er nie gebaut, weil hätte ich da drauf setzen müssen. Ach komm. Ärger mich doch nicht. Habe ich den... Ja, ich habe den jetzt hier. Setz den mal hier hin. Danke sehr. Die ersetzen wir. Einfach durch die Stufe 2 Teile. Oh, hätte ich einfach hier ändern können, ne? Ah, okay. Hätte ich doch einfach hier setzen können. Ja, gut, dann... Okay, wir versuchen es nochmal. Huch. Achso, ja, genau. Reiß das alles mal weg. Für was die Kiste? Für die Ausrichtung. Damit das Programm hier weiß, wo oben ist. So. Wir wollen... noch einmal. Ja, mach einfach noch einmal. So, hier. Ups, das war wieder... So, jetzt mit dem MK2 an, oder? Der müsste jetzt... Ja, jetzt setzt er die MK. Ja, okay. Gut. Man kann das doch so einfach wechseln. Das ist sehr schön. Das Rohr, ja. Alles nice, so. Merchst du die gar nicht zusammen? Freundchen. Naja, gut. Macht er nicht. Hier fehlen noch jede Menge. Mist, und ich wollte ja auch bei dem anderen geholt haben, ne? Die dann nicht mehr funktionieren, und dann wollte man die noch aufgewertet haben. Machen wir mal. Moment. Wo ist mein Panzer? Hier oben. Weil das waren ja alle, die ich einstecken hatte. Die hat er jetzt verwurstet. Mehr habe ich, ne? Wir müssen jetzt erstmal wieder da hocheiern. Wir müssen eh noch die Schienen hier runterlegen und das ganze Zeug. Da habe ich ja noch gar nichts gemacht. OP, mach ganz, kein Erz. Bitte was? Für was die Kisten? Achso, hatte ich ja gesagt, die sind für die Ausrichtung.
Für die Ausrichtung. Hier, bumm. Oh, 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 oh. Ich wusste nicht, dass das so gut klappt. Nein! Dammit. Das hat besser geklappt, als es sollte. Ich habe gedacht, die Mauer hält mich aus. Da kann ja jetzt nicht wahr sein. Ah, hier waren noch Steinrohre. Nee, hier, mach den weg. Warte mal, was ist hier jetzt kaputt? Hä? Also manchmal ist komisch. Nun, den hier wieder anschließen. So, das hier weg, die weg, das hier weg, das hier weg. Das und das weg. Der, 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 der. Sind hier eigentlich alle schon MK2? Das muss ich dann nochmal probieren. Das heißt, die wir jetzt haben, machen wir MK2. Das waren alles noch keine, es sind 23 Stück. 23 Stück werde ich doch bestimmt machen können, oder? Doch, oder? Ja, nee, haben wir nicht. Okay, muss mein Taschenhaus hier. Wir brauchen bestimmt die Stahlzahnräder und ein bisschen Stahl, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das sieht besser aus. Okay, wir haben 23. 10, 20, 23. Gut. Sind auch ruckzuck gebaut auf die Art und Weise. Wir machen den Laden hier wieder dicht. Und gucken mal, ob wir hier jetzt irgendwelche ersetzen können. Die sind alle noch näher, oder was? Ach, was ist denn das? Ah, hier, doch, hier sind sie. Da habe ich dann doch schon mal gemacht. Ach, könnte man mit Upgrade-Planer machen, ne? Mal davon abgesehen. Okay, da waren noch nicht alle MK2 jetzt schon. Wie viele Einser haben wir dann jetzt wieder? 16 Stück. Gut, da können wir nochmal 16 umwandeln. Oh, ja. Oder auch nicht, weil wieder irgendwas fehlt. Jetzt fehlt irgendwas anderes. Warte mal, was könnte denn noch fehlen? Ja, eigentlich nix. Ach doch, der Stahl. Der Stahl fehlt. Na, hier dann Sack ein. Und auf geht's. 16. 5. 16. Hervorragend. Gut. Dann können wir wieder runter machen. Ja, da ist jetzt ein Loch in der Mauer. Ja, komm. Wir wollen keine Löcher in Mauern. Das möchten wir nicht. Hier, ich nehme mal Mitte. Na, dann können die Nanobots das hier mal schnell zumachen. Habe ich noch Nanobots mit? Sieht nicht so aus, ne? Habe ich hier noch Nanobots drin? Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist glaube ich auch nix. Keine Nanobots, okay. Na gut. Müssen wir halt hoffen, dass die 16, die ich da noch habe, reichen. Oh ne, wir gehen neue holen. Wir gehen ganz kurz neue holen. Wir müssen ja eh jetzt gleich die Schienen auch verlegen. Komplett bis da runter. Da brauche ich auf jeden Fall auch nochmal welche. Ich glaube, das produziert jetzt knapp doppelt so viel wie vorher, ne? Ich glaube, die MK2er sind doppelt so schnell wie die 1er. Abbaurate 1. Ja, die sind doppelt so schnell. Und die Bänder? Welche Bänder? Achso, die da unten noch sind, ne? Hätte man noch abbauen können, das stimmt. Vor allen Dingen, wenn man so wenig hat wie ich. Wobei, ich habe noch 300. Das sollte reichen für den Bahnhof. Da würde ich mir jetzt erstmal noch keine Gedanken machen. Wir kümmern uns jetzt erstmal bloß, dass wir den wieder zum Laufen kriegen. Und das hier. Aus dem Weg! Oh, er hier. Rucki zucki. Hier funktioniert das auch, ne? Jetzt sogar. Oh. Das haben die Spartaner auch gemacht. Was denn? Wieso ist denn hier eigentlich rot? Achso, weil
Signale fehlen. Ja, okay. Den nicht. Bleib mal hier stehen, Kollege. Bleib mal hier stehen. Oh, und ich kann neue Muni mitnehmen. Explosivmuni. Ich glaube aber, ich bleib bei der. Die war jetzt gerade schon cool. Und spannend. Arbeitet immer noch. Alter, 200 pro Stack. Ja, lol. Dann brauchst du doch nicht so viel dazu machen, weil wow. Damit kann ich dann doch eine Weile rumballern. Büro. Besser lesen. Gedacht. Ach, gedacht. Ja. Okay, dann verstehe ich es auch. Dann ist es auch lustig und so. So, was wollte ich holen? Nanobots. Nanobots haben gefehlt. Kann jetzt hier endlich mal das komische Zeug fertig sein? Kann ja nicht wahr sein. Wie viel Zinn ist denn jetzt hier drin? 7. Was ist 7 mal 4? 21, ne? Nee. 28. Also wir sind jetzt ungefähr bei 28.000. Mann, oh Mann, oh Mann. Und bis 32.000 dauert's noch. Bis dann mal hier endlich wieder was losgeht. So, was will ich jetzt? Ich wollte Nanobots. Nanobots wollte ich. Heute ist es aber auch wieder los hier mit der Vergesslichkeit. Sollte ich noch irgendwas anderes holen? Ach, die Muni? Die Muni Hammer? Ja, okay, gut, dann düsen wir einfach wieder ab. Sagen uns, jawohl. War mir eine Freude. Ciao. Nanobots, ja, die habe ich jetzt einfach so im Inventar. Das ist auch in Ordnung. Die kann ich mit in mein Lagerhaus packen, wenn ich das Lagerhaus das nächste Mal brauche. Oh, das war knapp. Cutting it, Feinde. Alzheimer, let's grüßen, ne? Das stimmt. Aber heute echt. Ist gut, warum? Sogar schon gegessen. Kein Grund zum Alzheimer-Schein. Wer macht hier überall diese Dinger hin? Die gehen mir schon so ein bisschen auf den Sack. So, weg mit den Dingen. Aber dafür haben wir ja den Klippensprengstoff. Nicht wie weg. Okay, ich baue jetzt hier gleich mal auf, dass das hier normal weitergeht. Bremsen, 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 bremsen und Rückwärtsgang. So. Okay. Dann ich müsste erst mal so ein Stück bauen, was ich mir dann kopieren kann. Ich überlege gerade. Warte mal. Hier. Steig mal aus. Der rollt jetzt noch ein bisschen weiter. Das ist aber nicht. Lässt du das da mal los? Hä, wie? Aha. Lässt denn der das los, wollte ich gerade sagen. So, hervorragend. Ja, mache dich den Laden. So, vor der Kreuzung und nach der Kreuzung. Oder immer nach der Kreuzung oder immer vor der Kreuzung. Das muss ich mir nochmal überlegen. Brauchen wir dieses Ding, dass die Fahrbahn wechseln können. Je nachdem, wo die hinwollen. Wie habe ich denn das hier gemacht? Ich habe das davor gemacht. Der kann davor wechseln. Hier habe ich auch, hier habe ich noch gar nicht gemacht. Was habe ich hier gemacht? Davor, danach. Also ich mache einfach in alle Richtungen Fahrbahnwechsel möglich. In Ordnung. Wie folgt das dann aus? Kannst den hier. Der düst hier mit drauf. Den hier, der düst damit drauf. So, das ist es schon.